Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch nur drei Tipps, die wir in Berchtesgaden erlebt haben, als wir dort über Christi Himmelfahrt ein langes Wochenende verbracht haben. Als ersten Tipp empfehle ich euch die Roßwalder Panoramastraße. Von dort oben hat man einen wundervollen Blick auf das Salzburger als auch das Berchtesgadener Land, und die Kinder fanden es toll, so nah an den Wolken zu sein und dieses Spektakel von oben zu betrachten. Als zweiten Punkt kann ich euch empfehlen, in Berchtesgaden natürlich den Königssee zu besuchen. Der ist sehr bekannt, Schönau am Königssee, der ist ganz sauber und man fährt mit einem elektromotorgetriebenen Königsseeschiff zur Halbinsel Bartholomä, oder man kann dann noch weiterfahren zu der nächsten Endstation, wo es dann noch einen anderen See gibt, den man sich dort anschauen kann. Wir haben den ersten Stopp ausgewählt, also die Fahrt bis dahin dauerte ca. 30 Minuten. Es gab auch einen Leiter, der das nochmal mehr erklärt hat und beschrieben hat über die Historie und über den Königssee an sich. Man fühlte sich so geerdet und verbunden mit der Natur, als wir dort mit dem Schiff gefahren sind. Der Leiter hatte dann auch noch eine Trompete, mit der er dann an einer bestimmten Stelle angehalten hat, und als er den Ton erklingen lassen hat, hat das Echo wiedergehallt in den Bergen. Wenn man dann an der Halbinsel Bartholomä ankommt, sieht man den Watzmann in seiner vollen Größe und die Bergkulisse ist unheimlich atemberaubend schön. Es gibt mehrere Wanderrouten, die man dann von dort aus unternehmen kann. Wir sind mit den Kindern, haben nur einen Spaziergang gemacht, der aber auch sehr schön war, und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, so einen Tagesausflug zu machen, um sich das Ganze da mal anzuschauen, die Kirche von innen zu sehen, und auch es gibt auch eine Gaststätte, um sich da nochmal was zu erholen. Da viele Touristen diesen Ort sich anschauen, lohnt es sich im Voraus auf der Webseite die Tickets für die Schifffahrt zu buchen, damit man nicht an der Schlange stehen muss. Als letztes Ausflugsziel empfehle ich den Almbachklamm in Marktschellenberg. Dort sind wir mit den Kindern gewandert und wirklich eine Strecke gewandert, wo ich zuerst dachte, dass meine Tochter, die ist jetzt 5, es nicht schaffen würde, aber sie hat das gut gemeistert. Wir haben mehrere Pausen eingelegt, wo wir was getrunken haben und hatten auch etwas Proviant mit. Aber es war eine wunderschöne Naturlandschaft, auch mit den hohen Bergformationen und auch wie das Wasser das Gestein verändert hat mit der Zeit, mit den Jahren. Und es gibt dort mehrere zahlreiche Brücken und Stege, die ganz leicht begehbar sind. Also für Kinder auch super interessant und nicht langweilig.
Die Luft war auch so sauber, also die Luft war einfach einmalig. Es gibt mehrere Wanderrouten, viele sind jetzt, ich würde schon sagen, man braucht so ungefähr 2 Stunden, wenn nicht sogar länger. Also wir haben eine 3-stündige Wanderung gemacht mit Pausen. Hier sieht man nochmal so einen ganz langen Wasserfall. Von dort sind wir dann Richtung Theresienklause gewandert und an dem Punkt ging es dann links hoch zu einem Waldweg, zu einem linken Bergweg hoch. Der ist noch ein bisschen steil und mühsam, aber wenn man den geschafft hat, dann kommt man hier an und ist total erleichtert und erfreut, dass man es geschafft hat. Da ist dann ein nettes Restaurant mit guter bayerischer Küche und auch leckerem Eis. Da konnten wir dann uns entspannen. Genau, das ist nochmal die Karte von dem Klamm. Ich hoffe, das Video hat dich inspiriert für die nächste Urlaubsplanung in die Berge. Und wir sehen uns demnächst dann wieder zu Hause mit einem Organisations- oder Einrichtungsvideo. Bis dahin wünsche ich dir erst einmal alles Gute und bis bald. Macht's gut. Unsere Eltern.